Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2, die Open Beta. Letzte Folge hatten wir ja mal in den Fighter Assault reingeguckt und jetzt gucken wir mal natürlich in den, in den Fußsoldatenkampf. Die Schlacht scheint im Gang zu sein, wir probieren es jetzt einfach aus. Ich habe keine Karten für den Kerl hier. Ich starte jetzt einfach rein. Ja, lauter Heavies. Okay, cool. Oh mein Gott. Oh, cool, wir können ein bisschen zoomen. Okay, rennen. Alles klar. Das sind Verbündete da vorne. Wo muss ich denn... Muss ich denn in der Nähe meiner Verbündeten bleiben oder nicht? Aber es sieht schon nice aus. Mal kurz zu appreciaten. Also ganz kurz. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt los ist. Wohin wir müssen. Ich sehe nur so eine kleine Karte. Ungefähr die Richtung, wo die Gegner sind da unten. So in die Richtung. Dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. So. Wow. Druide! Oh. Alter, der hat mich mit dem Thermaldetonator weggepustet. Okay, wir skippen das mal. Los, ich will nochmal rein. Wir werden natürlich mal ein bisschen alle Klassen testen, aber erstmal will ich den Heavy testen, weil das hat mich nämlich immer so ein bisschen, so ein bisschen gestört beim Battlefront 1, dass es halt keine Klassen gab. So, ich bleib jetzt mal hier bei dem Kollegen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, man kann die Fähigkeiten ein- und ausschalten, wie man es braucht. Boah, shit, überhitzt. Scheiße. Jetzt reicht's. Boah. Vergiss es, so leicht mache ich es dir nicht, mein Freund. Boah. Okay. Boah, shit. Was, Darth Maul? Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Autsch. Okay, gut, das war jetzt mal der Heavy. Ach, wir können sogar Fahrzeuge steuern. Oh. 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 Können wir damit wirklich rein? Nice. Boah, können wir damit hier überhaupt irgendwas reißen? Ist wohl eher die andere Frage. Ich muss erstmal gucken, können wir, wieso können wir damit schießen? Was haben wir denn überhaupt? R2-D2, was macht der? Airspace is now profitable. Great defense. Boah, fuck, ist der schnell. Stop the droids from destroying. Ah, okay, gut. Anscheinend haben wir irgendwie eine Basis verloren. Ah, okay, jetzt sehe ich es auch. Defend, defend. Okay, gut. Bin ich jetzt schon wieder der Schwere? Ja, bin ich. Boah, ich muss mich erstmal. Okay, da wird gerade geschossen. Wie sieht es denn hier aus mit Türen? Sind die zu? Sind die nicht zu? Ah, okay, verstehe. Ach du heilige Scheiße. Ich weiß nicht mal, wo die herkommen. Wie cool. Gegenüber. Okay, wir müssen diesen Raum hier beschützen. Das ist ja überhaupt nicht unfair. Kommt da rein. Ja, als Klonkrieger hat man es nicht leicht. Ach so, man braucht Punkte. Ah, wenn man Punkte verdient, darf man dann quasi Klassen aussuchen und Fahrzeuge und so Kram. Ah, okay, okay. Alles klar. Wir nehmen jetzt mal einen stinknormalen Assault, einfach nur mal just for fun. Und gucken mal, wie der sich so spielt. Okay, er hat diese komische kleine Schrotflinte, genau. Okay, cool. Okay, wir haben einen Cooldown. Das ist halt nicht so schön, aber... Okay, wow.
Alles klärchen. Was? Stop East. Okay, wir sind dabei. Ach Mann, ey. Sag mal, kann denn überhaupt mal jemand aufhalten? Kill Assist, ja, ja. Guckt euch das an. Den hält doch keine Sau auf. Das mit den Helden fand ich schon immer so ein fragwürdiges Ding. Ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht. Wir haben jetzt auch noch die andere Station verloren. Das ist überhaupt nicht gut. Wir wissen, hier drüben irgendwo ist der Darth Maul, der Penner. Ja, klar. So, ich habe da mal meinen kleinen Sensordart hingepfeffert. Thermaldetonator. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, Thermaldetonator rein, aber. Fuck, jetzt hat er. Boah, wo kommt der jetzt her? Also, es ist sehr, sehr schnell, das Spiel. Daran muss ich mich wirklich, wirklich gewöhnen. Ich habe schon lange kein Battlefront mehr gespielt. Das merkt man auch sofort. Aber es ist geil. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Muss ich zugeben. Verbesserung merkt man wirklich schon gegenüber dem ersten Teil. Es ist alles so ein bisschen, ja, es fühlt sich schöner an, sag ich mal. Ach du heilige Kacke. Okay, jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Jetzt habe ich keine Ahnung. Oh shit, da kommt doch schon wieder der Darth Maul Penner. Zurück, 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 zurück. Was war denn das? Och, Mann. Oh, ich hasse das mit den Klassen, ey. Wieso kann denn überhaupt irgendjemand mal aufhalten? Ja, als Offizier möchte ich nicht unbedingt spielen. Spezialist, weiß ich nicht. Ich will, probier jetzt auch einmal einen Trooper, Mensch. Ich will so ein ganz normales Gefecht ohne diese komischen Heldenklassen, ey. Das wäre mal angenehm. Ich finde, die Heldenklassen reißen es ein bisschen runter hier. Das macht irgendwie weniger Spaß mit denen, aber naja, okay. Bäh. Da habe ich nicht nach links geklotzt. Das war blöd von mir. Da, schon wieder Darth Maul zwischendrin. Ich habe ihn doch gerade gesehen. So, jetzt gucken wir mal kurz nochmal nach dem Spezialist. Boah. Ach du Heilige, okay. Wärmesignatur. Ach du Kacke. Defeat. Ja, das war mir klar. Und ich konnte gerade nicht schießen mit dem Gewehr. Ach du Kacke, was geht jetzt ab? Ja, ich würde sagen, die Droiden kommen. Ja, longest killstreak, war ja klar. The Rusher. Überall The Rusher dabei. Okay, wir haben noch nichts freigeschaltet. Challenges, ja. Play Starfighter Assault. Ja, habe ich schon einmal geschafft, immerhin. Was sagt die Uhr? Okay, eine Runde machen wir noch. Die nächste Runde startet in 45 Sekunden. Das kriegt man hin. Schaffen wir, glaube ich. Credits earned this match. 100 Credits haben wir bekommen. Naja, immerhin. Ein Assist. Kann ich denn jetzt gerade... Warte mal, continue... Continue, continue. Kann ich denn jetzt nochmal kurz an der Steuerung was abändern? Controls. Gibt's da die Trigger-Empfindlichkeit für den rechten Dings? Zooms sind... Sollte... Ne? Stick Dead Zone, warte mal, nee. Soldier Button Layout, Soldier Sticks Default. Schade, ich kann nicht Dings. Ich kann die Trigger-Empfindlichkeit nicht einstellen, weil mein rechter Trigger ist nämlich ziemlich im Arsch. Deswegen konnte ich wahrscheinlich gerade mit der Waffe überhaupt nicht mal schießen. Aber okay, wir probieren es halt einfach trotzdem nochmal aus. Oh cool, wir sind Druiden. Yeah! Oh, wo ist der Heavy? Was? Ach so, das ist eine... Och, schade. Ich liebe diese Druiden hier.
Okay, cool. Weil ich liebe diese Droiden. Was haben wir denn hier eigentlich sonst noch so? MTT, Vulture Droid, geil. Ein AAT. Ein Tri-Fighter. Okay. Boba Fett. Darth Maul. Nee, lass mal kurz sein. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier so nochmal den Heavy von den Droiden. Roger, Roger. Okay, dann bleibe ich jetzt mal hier bei denen hier. Ting, 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 ting. Mal gucken, was wir hier so reißen können und was nicht. Oh, shit. Ja, ich hab schon den ersten. Was? Wir haben uns gegenseitig gekillt? Echt jetzt? Ah ne, da war noch einer hinten dran. Okay, so mag ich das. Ein schönes Gefecht unter ganz normalen Druiden. So finde ich das gut. Okay, ich könnte jetzt schon wieder solche Sachen hier nehmen. Ich könnte jetzt mal kurz in das MTT Gunship rein und so. Aber ich heb mir die Punkte mal kurz auf. Jetzt mal kurz als normaler Assault rein, einfach nur zu gucken, wie es ist. So, wir wissen, da vorne war irgendwo einer. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so wirklich was sehe, aber irgendwo da vorne waren sie ja. Ja, genau. Gib du mal Deckung von da. Ich guck hier. Ich sehe aber gerade wieder nichts. Was war denn das? Was? Reinforcements available. Okay. So, jetzt will ich aber doch einmal testen wir jetzt mal den Officer. Nur mal um zu gucken. Los geht's, Männer. Penetrating the transport. Da müssen wir aber gucken. Zeigt Geschütz raus. Was can't deploy? Och man. Ich hab gedacht, man schmeißt es so. Sorry. Reinforcements available. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt hier irgendwie so ein Ship nehmen oder so. Mach mal aber noch nicht. Okay, aber der gefällt mir eigentlich gar nicht. Spezialist. Würde ich gerne nochmal ausprobieren. Einmal noch. Aber ich glaube, ich werde im späteren Spiel dann einfach nur noch ein Heavy spielen, weil ich glaube, der gefällt mir einfach am besten irgendwie. So, mal gucken. Kann ich denn wirklich nicht mit dem Ding schießen? Doch, aber es dauert sehr, sehr lange. Also irgendwie scheint mein Trigger da nicht so gut zu sein. Ah, mit 4 können wir dann wieder... Ah, okay. Das hätte mir auch jemand sagen können. Ah, jetzt bin ich gecloaked als einer von denen. Was war das? Ich habe den gerade nicht gesehen. Okay. Wir sollen die Kohle... Okay, weißt du was? Dann will ich jetzt auch mal ein bisschen was reiß. Nehme ich jetzt einfach den Heavy. Ich nehme jetzt das, was mir Spaß macht. So. Ich habe Han Solo gekillt. Ich habe Han Solo gerade über den Haufen geschossen. Nice. Mein Squad ist jetzt gerade wieder richtig schön aufgeteilt. Das mag ich ja überhaupt nicht. Okay, wir müssen da irgendwie rüberkommen. Scheiße. Beweg dich. Yes! Nice. Okay, und immer nachladen nicht vergessen. Also Viereck abkühlen. Nicht nachladen, abkühlen. Okay, wie schaut's aus? Wo kam das denn jetzt her? Das Han Solo schon wieder. Nee. Pium, 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 pium. Schieß doch auf mein Schild. Stört mich doch nicht. Was war das gerade für ein Move?
Tschung, tschung. Ich habe gedacht, links von uns wären noch Kollegen, aber ja, war anscheinend nicht so. Okay, wir haben 1900 Punkte. Kann ich mir dann irgendwas holen? Was ist da? Hyena Class Bomber. Ein Tri-Fighter? Wir können ja mal gucken, ob wir mit Bomber was reißen können. Ich weiß nicht. Ich hätte gern so einen. Ich spare jetzt nochmal. Ich will so einen haben. Diese Super Battle Droid. Die finde ich cool. Ich weiß nicht, die mag ich. Ich fand die schon immer geil, wenn die einfach so auf dich zulaufen. Pabam, pabam, pabam. So, okay. Ich bin jetzt mit Guizgu in einem Squad. Ach, Mann, ey. Wo ist er denn? Jetzt reicht's. Granate rüber. Erwischt. Okay, gut. Können wir jetzt ein bisschen aufrücken? Oder sieht schlecht aus? Ich muss mich gerade vorsichtig hier vorzukämpfen. Ich weiß, die sind hier irgendwo. Boah. Wo kam das jetzt her? Ach, da oben sitzt noch einer. Sag mal, knallt denn noch mal jemand weg? Okay, wir könnten schon mal den Druiden holen, aber noch 600 Punkte und wir können uns gleich den hier holen. Ich will aber den da. Ja, ich weiß, wir müssen die voranschreitenden. Da ist auch ein super Battle Droid. Mit dem bleibe ich mal. Group full deploying. Alles klar. Wo ist denn der super Battle Droid, der jetzt da bei uns war? Da. Kling, kling, kling. Da rechts war einer. Ah ne, das war einer von uns. Schön. Wir sollten eigentlich zusammenbleiben und ja. Sie teilen sich natürlich alle auf. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Squads bilden kann. Ich hoffe, dass es dann im fertigen Spiel doch so sein wird, dass man Squads bilden kann. Oh oh. Ich habe gerade ein Lichtschwert gehört. Ah! Ich hab's gewusst! Ach! Ich hasse die so sehr. Diese Heldenklassen finde ich zum Kotzen. Ich meine, klar, die gehören irgendwo dazu und irgendwo ist es cool, aber es wäre halt schön, wenn es, ja, sag ich mal, wenn es einfach sich auf das Wesentliche konzentrieren würde. Ich will, also ich persönlich mag das natürlich, dass man die Helden spielen kann und so weiter und so fort, aber ich finde, die hätten sie auch komplett weglassen können. Oh. Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ach ja, nun wieder. Komm schon, ich will wenigstens einmal den Battle Droid haben. So, was ist hier überhaupt los? Echt jetzt? Wir haben so schnell schon verloren. Och man! Die Operation has failed. Schade. Okay, aber zumindest war es mal interessant zu sehen. Wie gesagt, ich finde eigentlich die Heldenklassen hätten sie wirklich weglassen können. Eigentlich komplett weglassen. Vielleicht so für den Story-Modus oder so, als cooles Gimmick mit einbauen. Aber, ja, wie gesagt, ich hätte ihn jetzt eigentlich gerne einfach komplett weggelassen, weil die stören irgendwie. Ist halt meine Meinung. Aber wie gesagt, Geschmäcker gehen auseinander. So, dalle. Wir haben jetzt aber nichts bekommen dafür, dass wir ein Level abgekriegt haben. Anscheinend, ich weiß nicht, ob das dann im fertigen Spiel auch so ist. Aber wir haben jetzt gar nichts bekommen für ein Level up. Außer halt ein paar Punkte. Ich weiß nicht genau, wie das dann ist mit den Unlocks. Ob man dann wirklich nur über diese Crates, diese Karten freischaltet für die Klassen.
kann ich so noch nicht sagen. Aber naja. Ah ja, okay, wir haben... Ah, okay, pro Level bekommt man eine Crate. Okay, gut, dann gucken wir halt mal rein, was wir... Hallo? Ah. Okay, gucken wir mal in die Crates. Was haben wir denn für eine bekommen? Eine Heavy Starter Crate. So, wir haben bekommen... eine Mine. Für den... Ja, eine Mine für den... Dings. Da können wir jetzt... Ah, okay. Ja, wir können jetzt da aussuchen, ob wir jetzt halt das Ding haben wollen oder nicht. Detonite Charge. Okay, cool. Den nehmen wir mal. Halt. Was haben wir hier noch? Heavy MVP Select 3. Was ist das? Victory Pose. Ach so, einfach nur eine Pose. Ah, toll. Was haben wir hier? Ist das ein Skin oder ist das... Oh, eine Waffe haben wir bekommen. Oh. Ach, wir haben das zweite Gewehr. Okay, die Reichweite ist erhöht. Die Feuerrate ein bisschen geringer, aber... Alles in allem eigentlich besser. Okay, dann nehmen wir das. Cool, cool. Warum denn nicht? So, und was haben wir noch? Für den Starfighter haben wir noch was bekommen. Schauen wir da nochmal kurz rein. Irgendwas Cooles hier. Interceptor, Advanced Capacitations. Ah, das ist es quasi, dass wir... Ja, Time to Overheat Multiplier. Ja. Okay, gut. Also, das ist schon mal gut. Die Karten gibt es ja auch in mehreren Güteklassen, sage ich mal. Crafting Parts haben wir bekommen. Ich weiß nicht genau, für was man die braucht. Und für den Fighter haben wir das Defensiv-Upgrade bekommen. Nice. Schön. So, halt mir ein bisschen mehr aus. Aber wie gesagt, ihr seht da, das ist jetzt eine Stufe 2 Karte und Stufe 4 Karte macht halt einfach gleich nochmal, macht halt einfach nochmal hier die Schild-Wiederaufladezeit nochmal krass um 4 Sekunden geringer. Das ist schon ein bisschen heftig. Bisschen. Aber okay. Okay, cool. Ich weiß nicht genau, was wir mit den Crafting Materials machen können. Ich kann es mir jetzt auch gerade nicht so ganz rausgucken. Ich sehe es nicht. Ich kann es wirklich gerade nicht so herausfinden. Change Emote. Change Victory Pose. Ah ja. Das ist es also. Man kann also das Emote abändern. Okay, gut. Wenn man Spaß dran hat. Ach, Craft Weapons geht auch. Ah, für 600 Material könnten wir uns also die Waffe ja einfach holen. Okay, falls wir die niemals bekommen sollten oder so. Okay, interessant. Okay, warum eigentlich nicht? Okay, gut. Das war jetzt erstmal mein kleiner erster Eindruck. Muss ich zugeben, in vielerlei Hinsicht gefällt es mir. Die Heldenklassen wirken auf mich noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen krass stark. Aber okay. Vielleicht, ja, es ist nur eine Beta und Balancing wird wohl noch ein bisschen Arbeit kosten. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir hier einen Squad gründen können mit Freunden. Das werde ich nochmal ausprobieren. Ich hoffe, das werden sie einbauen, weil ansonsten wird es einfach unübersichtlich und irgendwie ein bisschen doof, online zu spielen. Ich hoffe, das funktioniert. Open Social Hub. Ja, man kann sie einladen. Ich denke, Multiplayer Group. Okay, man kann eine Gruppe gründen. Das ist schon mal gut. Okay. Ich will nichts gesagt haben. Aber, ja, wie gesagt, ich denke mal, ein bisschen Balancing hier und dann noch, wenn noch ein paar andere Karten dazukommen. Und wenn man sich mal ein bisschen reingefummelt hat, ist das Ganze auch nicht mehr so unübersichtlich. Aber Spaß macht's. Es macht Spaß. Und es fühlt sich besser an als der, ja, als der erste Teil. Das muss ich zugeben. Allein schon von der kurzen Anzock-Session habe ich schon gemerkt, dass, ja, es ist abgerundeter. Sagen wir es mal so. Aber, okay. Genug von meinem Geschwafel. Wenn ihr spielen wollt, die Open Beta ist noch ein, zwei Tage verfügbar. Dann haut rein und macht euch selbst einen Eindruck. Und das Spiel kommt, ich müsste lügen, ich glaube im November.
Ja, ich glaube November war's. Ich glaube am 13. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall ist noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das kleine Test einen kurzen Eindruck verpasst. Auch wenn mein Gameplay nicht so überragend war. Aber hey. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao.